In dieser Masterclass gebe ich dir eine komplette Anleitung über die neue Akkordspur oder zu Englisch den Chord-Track in Logic Pro 11. Ich zeige dir alles, die Grundlagen, wie du Akkorde eingibst, löschst, kopierst, gruppierst und trimmst. Im zweiten Teil dieses Videos erkläre ich dir dann, wie du Logics neue Session Player in Logic Pro 11 optimal mit dem Chord-Track kombinierst. Falls dich nur bestimmte Teile dieses Videos interessieren, ich habe dir unten in der Videobeschreibung die Timestamps verlinkt. Wenn dir dieses Video weiterhilft und du mich ein bisschen unterstützen möchtest, dann freue ich mich natürlich auch immer über ein Super Thanks. Diese Option findest du unter diesem Video im Dropdown-Menü. Vielen Dank im Voraus schon mal dafür. Los geht's! Die Akkordspur findest du unter globale Spuren und die globalen Spuren öffnest du hier über diesen Button oder über den Tastaturkurzbefehl G. Hier hast du jetzt also verschiedene Möglichkeiten, dein Globalspur-Setup einzustellen. Ich habe jetzt hier Arrangement schon gemacht, weil das immer ganz gut zusammenpasst mit der Chordspur. Hier könnte ich auch noch Marker machen. Taktart, Tonart lasse ich auch nochmal. Und hier ist jetzt neu oder wieder dazugekommen, denn die Akkordspur, die gab es schon mal in der vorherigen Version von Logic. Und zunächst mal möchte ich dir die verschiedenen Möglichkeiten zeigen, wie du Akkorde eintragen kannst, wie du sie kopieren, gruppieren kannst und so weiter. Ich habe hier oben schon mein Arrangement festgelegt und hier hinten sind auch schon ein paar Akkorde eingetragen für den Chorus. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte gerne die Akkorde für die Strophe eintragen. Um einen neuen Akkord einzutragen, gehst du hier auf Plus und dann hast du jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Zunächst mal kannst du jetzt hier einfach den Akkord eintippen. Also hier steht jetzt C, ich könnte jetzt hier zum Beispiel G oder auch G-Moll eingeben. Und du kannst dann hier aber auch mit der Maus aussuchen, was du eingeben möchtest. Also jetzt wäre das zum Beispiel ein Cis Major 7. Und du kannst sogar noch die Bassnote mit eingeben. Also wenn du zum Beispiel die Terz in der Bass möchtest, was ich gerne mache. Du kannst dann hier noch auswählen, welche Skala du möchtest. Ich lasse es immer automatisch, weil das weiß, also alle möglichen Kirchentonarten. Und du kannst hier den MIDI-Input auswählen. Das bedeutet, wenn ich den hier anmache, kann ich über mein MIDI-Keyboard jetzt hier die Akkorde einspielen. Diesen MIDI-Input machen wir uns später noch zunutze, denn es gibt ja eine Funktion, die sich viele Logic-User wünschen, die jetzt aber leider bei dem Logic 11 Update nicht dabei ist, und das ist, dass hier diese Akkorde eingelesen werden können, beziehungsweise dass die Akkordspur jetzt hier diese Akkorde, die ich hier schon mal eingespielt habe, dass sie die erkennt. Das geht nicht, aber ich zeige dir nachher noch einen coolen Workaround, wie du schnell Akkorde aus einer Region hier reinkopieren kannst. Ich weiß jetzt also, was meine Akkorde sind, die ich möchte, und zwar geht es hier los im Vers mit einem A-Moll 7-9. Ich klicke jetzt hier oder doppelklicke auf den Chord, das musst du machen, um dieses Fenster hier zu öffnen, das Bearbeitungsfenster, und ich gebe jetzt hier A ein, A minor 7-9. Und wenn du jetzt einen neuen Akkord eintragen möchtest, dann musst du hier entweder den Cursor hinschieben und wieder ein Plus machen. Und ich zeige dir gleich noch eine andere Möglichkeit, wie es schneller geht. Also ich gehe jetzt wieder auf Akkord erstellen. Und mein zweiter Akkord ist jetzt ein C Major 7. Das, was jetzt kommt, das ist eine Wiederholung. Und jetzt kann ich dir schon zeigen, wie du jetzt zum Beispiel Akkorde gruppieren und wiederholen kannst. Ich möchte jetzt also genau die gleiche Akkordabfolge nochmal haben. Und dann mache ich das hier einfach kleiner. Wenn du am unteren Ende hier ziehst, oben geht es nicht, am unteren Ende kannst du hier ziehen. Und dann kannst du zum einen die Akkorde einfach loopen, ja, wie bei einer Region auch. Dann macht er das hier. Ja, jetzt habe ich genau die gleiche Akkordabfolge. Das wäre ein Loop. Du kannst die Akkorde ganz normal auch kopieren, wie bei einer Region auch, indem du die Option-Taste gedrückt hältst und dann hier den Akkord rüberziehst. Um das machen zu können, müssen die Akkorde gruppiert sein. Das hat er jetzt schon automatisch gemacht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nur einen einzelnen Akkord kopieren möchte, dann muss ich diese entgruppieren, sozusagen die Gruppierung aufheben. Und das funktioniert über Rechtsklick oder Control-Klick, je nachdem, ob du dir das Rechtsklick hier eingestellt hast. Bei mir ist es also Control-Klick. Und jetzt kann ich hier die Akkordgruppierung aufheben. Und ich könnte jetzt in diesem Fall meinen A-Moll 7 per Option-Klick oder Option-Drag könnte ich jetzt hier rüberziehen. Mach das wieder rückgängig. Wenn du Akkorde gruppieren möchtest, dann markierst du einfach alle, die du gruppieren möchtest. Ich gehe wieder mit Control-Klick hier drauf und sage Akkorde gruppieren. Ebenfalls in diesem Pop-up-Menü hier findest du Akkordprogressionen. Das sind schon fertige, recht gängige Akkordprogressionen, die ich jetzt nicht benutze. Das Ausschneiden, Kopieren und Einsetzen kannst du auch über Tastaturkurzbefehle machen. Wenn du löschen möchtest, kannst du das einfach über die Löschen-Taste machen. Ja, dann ist der komplette Akkord, beziehungsweise der kopiert ist, der ist dann weg. Und du hast hier noch ein paar Auswahlmöglichkeiten, Akkorde auswählen, alle Akkorde im Cycle-Bereich auswählen. Das wären jetzt die hier. Was du auch machen kannst, ist den Akkordrhythmus zu halbieren.
Das bedeutet also, dass die Akkorde dann nur halb so schnell spielen. In diesem Fall spielen sie jetzt jeweils einen Takt. Wenn ich sie jetzt hier den Akkordrhythmus halbiere, dann spielen sie einen ganzen Takt oder über zwei Takte. Und das Gleiche funktioniert auch, mach das hier mal wieder rückgängig, das Gleiche funktioniert auch mit dem Akkordrhythmus verdoppeln. Dann spielt er einfach doppelt so schnell. Was du auch machen kannst, was auch wichtig ist, ist hier zu schneiden. Ja? Du kannst das mit dem Scherenwerkzeug machen, das ist mein Rechtsklickwerkzeug. Ich habe mir auch hier einen Tastaturkurzbefehl angelegt, über den mache ich das. Und dann kannst du hier auch schnell Regionen einfach schneiden. Sie müssen aber markiert sein dazu. Und nehmen wir mal an, ich möchte jetzt hier diese Akkordgruppierung, die möchte ich hier wiederholen. Ich mache das jetzt hier über Command R. Das wären jetzt also genau nochmal die gleichen Akkorde. Und wenn du jetzt genau die gleichen Akkorde hier in Strophe 2 möchtest, aber in einer anderen Tonart, dann kannst du das in Verbindung mit dem Tonart-Tab machen. Wenn ich jetzt hier auf neue Tonart gehe, könnte ich das zum Beispiel nach F transponieren. Und dann spielt er jetzt genau die gleiche Chord Progression, aber eben in F. Also auch das ist möglich. Die Akkordspur funktioniert im Zusammenhang mit der Taktart und der Tonart. Ich möchte dir jetzt aber noch eine andere coole Option zeigen, um Akkorde einzugeben, die wirklich sehr, sehr schnell geht und die vor allem dann hilfreich ist, wenn du nicht so ein guter Keyboarder bist und wenn du vielleicht auch Akkord Progressions hast und du weißt gar nicht, was für Akkorde das sind. Kannst du das natürlich so machen, dass du hier in die Akkorde reingehst. Und dass er dir dann hier den Akkord anzeigt, wenn du sie hier markierst. Ja, F Additional 9 oder C Major 7. Das ist aber sehr mühsam, das auszulesen zum einen. Und zum anderen hast du jetzt auch gesehen, dass wenn ich die Akkorde hier manuell eintrage, dass es doch ganz schön lange dauert. Ne? A Minor 7, 9. Wenn du da durchklickst durch ein ganzes Arrangement, durch ein 10-minütiges Arrangement, bist du ganz schön lang beschäftigt. Und deswegen zeige ich dir jetzt einen coolen Hack. Und da machen wir uns das neue interne MIDI-Routing zunutze. Ich habe das schon mal im YouTube-Video gezeigt, aber ich erkläre es jetzt hier in dieser Masterclass nochmal der Vollständigkeit halber. Also ich möchte jetzt, dass diese Akkorde, mal angenommen, das wäre ein Chordpack und ich würde sie gar nicht kennen. Ich möchte jetzt, dass diese Akkorde hier eingelesen werden von der Akkordspur. Und dazu legst du dir einfach eine neue MIDI-Spur an und da lädst du kein Instrument rein. Ja, wir lassen das einfach so. Und jetzt kommt das MIDI-Routing hier ins Spiel. Und zwar haben wir hier ein neues internes MIDI-Routing. Du siehst also, ich habe das neue Instrument ausgewählt und ich lasse jetzt hier MIDI-intern dieses Instrument hier abspielen, und zwar die Keys. Ja, das heißt, diese Spur hier wird jetzt gefüttert von dieser MIDI-Keys-Spur. Und der Gag daran ist jetzt, dass ich praktisch jetzt hier simuliere, ich würde hier live ein Instrument einspielen. Und da wir das ja können über diese Option MIDI-Input, alles was du jetzt machen musst, ist hier die Akkordspur zu schneiden, wenn die Akkorde hier unten wechseln. Mach das über meinen Tastaturkurzbefehl, du kannst auch über das Schneidewerkzeug machen. Und du siehst, es geht also ruckzuck. Und wenn ich das jetzt gerade ein bisschen verwirrt und du denkst, hä, was macht der da, was soll denn das, wirst du gleich sehen, bleib einfach dran. Du hast jetzt hier die Akkorde, die interessieren uns jetzt aber gar nicht. Uns interessieren lediglich die Schnittstellen hier. Ja, wo wechselt hier unser Ziel-Keyboard, unser Wunsch-Akkorde? Wo wechseln die hier? Und dann gebe ich das einfach ein. Das ist jetzt schon alles. Was jetzt passiert, wenn ich jetzt hier diese Spur auswähle, denke daran, diese Spur hier, ich nenne es mal Chord-Helper-Track, der wird gefüttert über das interne MIDI-Routing von dieser Spur. Und damit simuliere ich, dass ich live einspiele. Alles, was ich jetzt machen muss, ist also hier doppelklicken. Ich gehe hier auf MIDI-Input. Und lass jetzt diese Spur laufen. Alles, was ich dann machen muss, ist immer hier zu klicken, wenn ein neuer Akkord kommt, und dann liest er mir die entsprechenden Akkorde ein. Ist jetzt eine Wiederholung, hätte ich auch später kopieren können. Und weiter. So hast du deine Akkorde blitzschnell eingelesen. Das ist eigentlich dann schon sowas wie eine Akkorderkennungsspur. Ja, Cubase-User würden jetzt sagen, okay, ich kann jetzt hier einfach meine Spur da hier hochziehen. Also das geht leider nicht, dass du jetzt hier reingehst. Es geht bei Cubase, glaube ich, dass du hier reingehst und siehst du, das erlaubt er gar nicht, ne? Dass du dann hier einfach die Spur hochziehen kannst. Aber zumindest hast du mit diesem Hack hier einen Workaround und dann musst du einfach dieses Arrangement oder diese Spur einmal durchlaufen lassen.
musst weiterklicken und hast dann da zumindest deine Chord Progressions drin. Ich kann jetzt diesen Chord Helper Track hier wieder löschen, den brauche ich nicht mehr. Was ich jetzt auch wieder mache, ist, weil mir das einfach der Übersicht halber irgendwie lieber ist, ist, dass ich hier diese Spuren wieder gruppiere, dann ist es nicht so ein Durcheinander. Ja, ich gehe halt auf Akkorde gruppieren. Das mache ich jetzt bei der Spur auch und dann habe ich die ganze Sache hier zunächst mal übersichtlicher. Was auch sehr, sehr cool ist und was die meisten nicht wissen, ist, dass du einen Session-Player, einen Session-Musiker jetzt direkt hier reinziehen kannst. Ich zeige dir jetzt ein paar Best Practices, wie du die Session Player am besten einsetzen kannst. Das hier ist also ein Alchem-Instrument. Es könnte aber auch ein Synthesizer von einem Drittanbieter sein, das ist völlig egal. Ich kann jetzt hier zum Beispiel das löschen und ich kann jetzt hier einfach einen Session Player einsetzen. Zum Beispiel gehe ich jetzt hier hin, ich mache eine neue Spur und sage jetzt, ich hätte gerne einen Keyboarder. Und diesen Keyboarder kann ich jetzt hier direkt reinziehen. Siehst du, ich ziehe den direkt in die MIDI-Spur und dann habe ich die Performance des Session Players allerdings in dem Softwareinstrument oder Synthesizer, den ich möchte. Ist jetzt Piano, ne? Fangen wir jetzt mal mit unserem Arrangement an. Ich hole mir als erstes meinen Session Keyboarder dazu. Ich lasse ihn hier jetzt erstmal freispielen. Und dadurch, dass ich jetzt hier schon ein Arrangement eingetragen habe, wird er mir jetzt auch gleich die komplette Performance hier eintragen. Wenn du das nicht gemacht hast, wenn du kein Arrangement eingetragen hast, dann macht er das nicht, dann lädt er nur die erste Region hier rein. Das heißt also, es ist immer schon ganz gut, wenn du ein Arrangement dir vorher anlegst, beziehungsweise wenn das Arrangement schon fertig ist, bevor du die Session-Musiker reinziehst und anfängst zu arrangieren, weil es tatsächlich sie sich auch dann hier daran halten, ne? An die Strophe, an den Outro, an den Chorus und dementsprechend in den verschiedenen Parts hier die Performance auch schon recht gut so verändern. Hören wir mal, was er jetzt hier macht. Ich habe jetzt meine Initial-Spur, meine Chords jetzt hier erstmal ausgeschalten. Ja, er spielt mir hier ein bisschen zu viel. Das ist zu viel Geklimper. Das ist zu frei. Und ich möchte, dass er hier nur große Akkorde spielt. Und jetzt kommen hier meine Presets ins Spiel. Presets kannst du so sehen als so ein bisschen so ein Startpunkt, den du einsetzen möchtest für eine Region nur. Du kannst auch verschiedene Presets auf verschiedene Regionen einsetzen. Ich habe mir kurz noch meine Percussion-Spur hier reingeholt. Die habe ich vorher schon reingezogen. Es ist ein reines Preset. Und ich möchte jetzt, dass er hier Big Chords spielt. Ja? Das heißt, ich möchte, dass er große Akkorde spielt hier drauf. Und das siehst du jetzt schon. Und jetzt hören wir uns mal an, wie das klingt mit diesen Percussion hier. Die Percussion habe ich jetzt reingezogen, damit du so eine Vorstellung bekommst, was ich im Kopf habe. Ich habe hier so ein bisschen die Percussion und dann darüber große Akkorde. Jetzt habe ich folgendes Problem. Mir ist das immer noch zu viel. Ich möchte, dass er nur große Akkorde spielt. Also nur auf jede Viertel wechselt. Das ist ein bisschen schwierig hier jetzt. Ich gehe jetzt also mal hier drauf und du siehst jetzt, was kann ich jetzt hier machen? Zunächst mal kann ich die Komplexität runterziehen. Dann spielt er weniger. Ja? Das ist aber immer noch zu viel. Ne? Ich möchte ja nur große Akkorde. Und da beginnt jetzt ein bisschen dieses Rumspielen hier mit den Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe also jetzt Big Chords. Das ist so die große Idee erstmal, dein Preset. Und jetzt könnte ich hier natürlich andere Akkordrhythmen probieren. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auf 1 wechseln, ob er dann weniger spielt. Ja, das macht er aber auch nicht. Und deswegen musst du jetzt hier die verschiedenen Möglichkeiten einstellen. Ich nehme jetzt die Filzstärke ganz runter hier, aber du siehst auch, dass er nicht große Viertel spielt. Und deswegen komme ich jetzt zur letzten Möglichkeit. Und das ist, dass ich es manuell einfach eingebe. Ich sage, hey, ich möchte, dass du wirklich nur diese Akkorde hier spielst, diese Blockakkorde. Und das mache ich jetzt mal 2 Takte lang. Ich gebe jetzt nur diese Akkorde ein und dann sollte er das auch spielen. Mhm. Thank you.
Macht er immer noch nicht, dann gehe ich jetzt hier auf nur System. Ah, und jetzt habe ich es. Du siehst also, du musst dann hier so ein bisschen die verschiedenen Möglichkeiten austesten. Ja, einmal ist es dann nur System, da musst du die Fills abschalten, die Vorschlagnoten am besten auch noch ausschalten, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, das du möchtest. Das alles auch immer in der Verbindung hier noch mit manuell. Und wenn gar nichts mehr geht, wenn tatsächlich gar nichts mehr geht und du bekommst einfach die Performance nicht hin, die du möchtest, dann sei daran erinnert, dass du das auch immer konvertieren kannst und zwar in eine MIDI-Region. Und da kannst du dann tatsächlich auch so eingreifen, wie du möchtest. Aber in der Regel bekommt man es dann schon irgendwie so hin, wie man es möchte. Ich habe jetzt hier also meine vollen Sustain-Akkorde für die erste Strophe. Sehr schön. Gehen wir mal hier in die zweite Strophe rein, beziehungsweise so ein Pre-Chorus oder zweite Strophe, bisschen abgeändert. Das ist mir jetzt zu wenig. Ich möchte, dass er mehr spielt. Und ich kann jetzt hier zunächst mal auf ein anderes Preset gehen und mal fragen, oder er kann mir sagen, was er mir dann hierfür anbietet, jetzt für die zweite Strophe hier. Und ich gehe jetzt mal hier rein. Ich habe jetzt gesehen, dass ich rübergesprungen bin. Das scheint ein Bug zu sein, dass er jetzt hier doch wieder eine Note eingebaut hat. Das muss ich dann nachher dann doch in MIDI umwandeln. Also, wir gehen jetzt aber hier rein und ich versuche mal hier jetzt für die zweite Strophe ein anderes Preset zu wählen. Ja, das ist mir ein bisschen zu wenig. Und ich hatte vorher, glaube ich, schon mal was gefunden, das hieß Sudden Revelations. Das fand ich ein bisschen besser. Schon mehr Bewegung, aber es ist mir zu viel Bewegung und deswegen gehe ich hier mit der Fill-Komplexität etwas runter und ziehe auch insgesamt die Komplexität etwas runter. Ja, vielleicht so. Und ich kann jetzt auch immer noch hier über diese rhythmischen Pattern, könnte ich jetzt auch hier immer noch verstellen, wenn mir irgendwas nicht passt und ich noch mehr möchte. Schon etwas besser. Wir können jetzt auch hier, um in den Refrain reinzugehen, nochmal die Region teilen. Das ist jetzt genau das gleiche, aber ich ziehe jetzt hier die Fillstärke hoch. Ich möchte, dass jetzt hier mehr spielt, wenn wir hier in den Refrain reingehen, dass er vielleicht noch hier eine bisschen eine Steigung hat. Ich gehe auch mit der Intensität nach oben. Ich möchte, dass er hier zum Refrain hin etwas lauter wird. Schon ganz gut, wie ihr hier reinkommt. Ein bisschen holprig, müssen wir vielleicht nachher auch noch in MIDI umwandeln. Und dann schauen wir uns jetzt mal den Chorus an. Das sind jetzt wieder die Big Chords, die habe ich vorhin aus Versehen für alle reingestellt. Und ich suche mir jetzt für die Chords, einfach für den Chorus hier, ein anderes Preset aus. Hier steht zum Beispiel Keep Moving, das hört sich so an, als wäre da ein bisschen mehr los. Und ich weiß jetzt nicht, warum er das jetzt hier macht. Er verstellt jetzt hier immer mit, das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Das macht er sonst eigentlich nicht. Aber du siehst jetzt, er hat jetzt hier auf Keep Moving umgestellt. Das ist also hier mein Chorus Preset. Und jetzt höre ich mal rein, wie das klingt. Das gefällt mir doch schon ganz gut jetzt. Also jetzt haben wir hier dieses Keep Moving Set. Ich lasse es mal gerade so, wie es ist. Und er spielt jetzt hier Achtel. Und wir holen jetzt mal einfach den Drummer dazu. Er hat jetzt hier ein bisschen was verstellt. Das hat er vorher eigentlich noch nicht gemacht. Vielleicht ist das irgendwie auch neu. Wir haben ja mittlerweile 11.01 Version, Logic 11.01, dass er hier versucht, dann das am Ende hier ein bisschen anzupassen. Aber wie gesagt, ich kann nachher alles noch über MIDI, wenn ich ins MIDI-Region umwandle, kann ich dann tatsächlich auch, wenn ich sage, ich möchte es hier hinten nicht diesen Schlängel, den er jetzt mir trotzdem wieder eingebaut hat, dann kann ich sagen, okay, ich mache das, wandle das in MIDI um und lösche das wieder. Gut, nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier unseren Drummer mit dazu. Er schlägt hier in die Pop vor, das nehme ich auch mal direkt so. Und dadurch, dass wir hier jetzt praktisch eine Strophe haben, schon, oder das Arrangement, Entschuldigung, das Arrangement erstellt haben,
macht er das jetzt auch gleich für den Drummer, die komplette Performance mit. Und ich schaue mal rein, wie das hier klingt für meinen Drummer jetzt zunächst mal. Ja, mir gefällt das Drum-Set hier, das gefällt mir schon ganz gut. Aber ich möchte natürlich, dass er weniger spielt. Und ich möchte auch, dass er hier überhaupt gar keine Snare-Drum spielt. Und insgesamt möchte ich, dass die Bass-Drum hier auch weniger spielt. Ich möchte auch keine Hi-Hats haben. Ich suche mir mal ein Preset aus. Vielleicht dieses hier. Nur noch zu viel. Sehr schön. Siehst also, meine Bassdrum kommt jetzt nur auf die Achtel. Ich schalte die Fills komplett aus. Ja, und jetzt haben wir also hier eine schöne Bassdrum, die nur auf die Achtel kommt zunächst. Was ich jetzt mache, ist, ich kopiere das mal in die zweite Strophe. Ich möchte auch, dass er nicht so viel spielt, denn wir haben ja hier auch noch Percussion, die wir nicht vergessen wollen. Ich gehe jetzt also hier in Strophe 2 und ich probiere hier jetzt mal Folgendes aus. Und zwar möchte ich, du hast vorhin gesehen, ich möchte, dass er einfach doppelt so schnell spielt hier. Und das kannst du einstellen über die Details. Und ich sage jetzt hier halbes Tempo. In dem Fall spielt er dann da jetzt einfach doppelt so schnell. Doppelt so schnell. Genau, und dann probieren wir es hier jetzt mal so. Ich gehe jetzt hier wieder auf Standard und ich drehe jetzt aber hier einfach die Fills hoch und mal schauen, ob wir dann was haben, mit dem wir was anfangen können. Sehr schön. Und so gehen wir dann in den Chorus rein, den ich mir jetzt auch mal anhöre, was er jetzt im Chorus hier macht. Gefällt mir gut. Ich möchte hier jetzt zunächst mal nichts mehr machen. Also manchmal hast du auch den Sechser im Lotto. Ich finde, er groovt jetzt hier schön dazu. Deswegen können wir gleich den Bass mit dazu holen. Ich wähle hier Pop Rock aus. Er hat jetzt hier zum Beispiel das Indie Disco oder Indie Pop hat er jetzt bei den Drums. Das hat aber verwirrenderweise jetzt dieses Preset hier nicht beim Bass. Das sind ein bisschen unterschiedlich. Deswegen solltest du hier dann raussuchen, was am ehesten passt. Und jetzt hören wir mal rein, wie er jetzt hier in Verbindung zusammen spielt. Du siehst schon, das ist jetzt hier was anderes mit den Drums. Hören wir mal in die erste Strophe einfach rein. Ich hätte da gerne ein anderes Instrument. Das Instrument der Session Player wechselst du hier direkt im Kanalzug. Möchte nicht Klassik, ich habe ganz gern immer Session oder Modern. Und probieren wir mal, wie das jetzt klingt. Ja, das ist natürlich hier falsch, er spielt hier Achtel. Ich könnte jetzt zunächst mal probieren, ich möchte, dass er hier auch nur Sustain-Noten spielt. Ich könnte probieren, ob es funktioniert, dass ich hier sage, du sollst dem Portland-Kit folgen, ja. Ob das klappt, mal schauen. Nee, siehst du, das macht er hier jetzt schon mal nicht. Genau. Und deswegen sage ich jetzt hier nur Grundton. Und bevor ich jetzt hier rumprogrammieren, machen wir, ich kann die Komplexität runterziehen. Ja, dann siehst du, es wird schon etwas besser. Ja. Und Phrasierung soll lang sein. Es ist mir aber immer noch zu viel. Und ich komme hier nicht an den Punkt, wo er tatsächlich nur Grundtöne spielt. Oder macht das jetzt hier? Ah doch, jetzt hat es funktioniert. Ja. Okay, das hat jetzt funktioniert. Falls das nicht funktioniert hätte, hätte ich auch immer hier programmieren können. Er hätte es einfach hier so programmiert, wie die Drums auch. Aber er hat es jetzt Gott sei Dank genommen. Dann gehen wir jetzt hier rüber zu Strophe 2. Ich kopiere auch einfach hier wieder rüber. Ich will, dass er hier auch zunächst mal weniger spielt. Und ich probiere hier den gleichen Trick wie bei den Drums, dass ich ihn hier das halbe Tempo spielen lasse. Ja, ich gehe also jetzt hier wieder auf Details. Hier möchte ich gerne halbes Tempo. Das heißt,
Verwirrenderweise verdoppelt er dann hier. Das macht er jetzt hier tatsächlich nicht. Gehe ich mal von der Komplexität hoch. Vielleicht klappt es dann. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Also hier spielt er jetzt wieder ganze Noten. Gefällt mir nicht. Das heißt, ich programmiere es jetzt hier. Ich möchte, dass er hier jetzt Viertel spielt. Das sollte dann klappen. Genau, das siehst du es hier. Ja, das passt jetzt. Du siehst also, es ist immer so, du musst immer so ein bisschen herspringen. Es ist immer so ein bisschen eine, sag ich mal, eine Kombination zwischen der Komplexität, also den Session Player, ne, zwischen der Komplexität, der Intensität, der Filzstärke, auch den Details, ja, ob du Pickup-Hits möchtest, und der manuell. Also das ist so ein bisschen eine Sache, du musst also manuell hin und her probieren, bis du zum Ergebnis kommst. Aber du hast ja jetzt gesehen, es ging eigentlich relativ zügig. Ja. Ich probiere immer erst über die Presets zu formen, dann kannst du probieren, über die Rhythmen zu formen, dann kannst du probieren, Akkorde folgen zu lassen oder ein Instrument folgen zu lassen. Bei der Melodie kannst du natürlich auch entscheiden, wenn er mehr spielen soll. Jetzt zum Beispiel hier, ne, könnte ich auch sagen, okay, ich möchte nicht nur den Grundton, sondern ich möchte einige Noten. Ja, dann würde er hier mehr. Das macht jetzt nicht, weil er hier dem Drumset folgt. Ja. Du musst also so ein bisschen rumspielen mit der ganzen Sache. Auch mit den Fills, bis du zu der Performance kommst. Aber letztendlich ging es jetzt recht zügig. Ne. Hören wir jetzt uns unser komplettes Arrangement, das wir jetzt gemacht haben, einfach mal an. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video etwas weiterhelfen und der Chord Track und die neuen Session-Musiker sind für dich jetzt etwas verständlicher geworden. Falls du weitere Tipps zu Logic Pro 11 möchtest, falls du vielleicht von einer DAW erst umgestiegen bist auf Logic Pro oder dir Logic Pro erst neu gekauft hast, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv verschnellern kannst und wie du diese DAW, wie du Logic Pro für dich individualisieren kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir es runterladen. Falls du weitere Tutorials zum Logic Pro 11 Update sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Da habe ich jetzt schon über 10 oder 12 Videos drin und weitere werden folgen. Ich schicke dir ganz viele Grüße, momentan noch aus Asien, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!